So, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten richtigen Video. Eigentlich sollte das das 5-Teile-Tauschvideo mit Susanne sein, aber das braucht noch einen kleinen Moment, weil doch größere Herausforderungen, in diesem Fall weniger technischer als mehr kreativer Art. Deswegen und zur Feier des Tages, denn für mich ist das fast wie ein Feiertag, gibt es heute ein Action Haul Video. Mein allererstes, denn es war das allererste Mal, dass ich bei Action war. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es so einen Laden überhaupt gibt. Und geschweige denn, dass wir in Wiesbaden sogar zwei davon haben. Einen in der Nähe von meiner Arbeit, auf der ich anderthalb Jahre nicht mehr war wegen Homeoffice. Und einen direkt am Bahnhof, wo ich heute war. Was das erste Mal seit langem war, wo ich außerhalb meines virusbedingten 50 Meter Umkreises überhaupt mal wieder draußen war. Weltreise. 8 Minuten mit dem Stadtbus. Unglaublich. Aber es hat echt Spaß gemacht. Ich bin richtig früh los. Die machen um 9 Uhr auf da und ich war auch gleich da und die waren noch nicht mal fertig. Es roch noch alles nach Desinfektionsmittel und Putzmittel. Aber egal. Ich gehe da rein und ich sag euch, das ist, nee, schlimm. Susanne hat mir gesagt, viel Glück, nimm große Tüten mit. Ich dachte, naja, klar, wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Ich hatte 3 Einkaufsbeutel. 3 waren voll. Gut, einer war voll mit Sachen von Rossmann. Aber die 2 anderen waren voll. Ich zeige euch gleich mal ein Bild, wie sie da so unschuldig stehen und mich angucken und sagen, pack mich aus, aber eigentlich im Hintergrund und heimlich sich die Hände reiben und sagen, ey, Konsumopfer. Na gut, es sollte so sein. Das ist der Einkaufszettel. Das ist der Einkauf. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teile das sind. Das Endergebnis waren 78,40 Euro. Weniger schlimm, als ich dachte. Aber das Zeug ist ja auch alles so spottbillig da. Das ist ja... Ne, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Also, ich lege den immer zur Seite. Den brauche ich später noch, weil ich blende euch die Preise für die einzelnen Sachen dann unten ein, weil ich will die jetzt nicht da ablesen, weil das ist mir zu kompliziert. Das ist so winzig klein und dann dauernd Lesebrille auf und Lesebrille ab und so, das nervt. Sorry. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und gucken wir mal, was ich da eingekauft habe. Ich denke mal, wir fangen mit den großen Sachen an, damit ich die schnell wieder wegräumen kann. Wir haben hier so eine 4er-Packung mit kleinen so eine Plastikboxen. Vielleicht mache ich das doch mal auf. Wahrscheinlich wäre ein Messer keine schlechte Wahl. Kleinteileboxen. Das war irgendwie 1,50 für 4 oder sowas, keine Ahnung. Sind ganz praktisch, kann man immer gebrauchen. Die schließen sogar relativ gut, muss ich sagen. Was manchmal nicht der Fall ist. Musste mit. Dann gleiches hier so. Solche Boxen mit so einem Deckel, die kosten 1,5
1,15 Liter. Kosten, glaube ich, 59 Cent oder sowas pro Stück. Oder 49 Cent, irgendwas in der Gegend. Werdet ihr ja gleich sehen. Sind auch super praktisch. Weil Kleinteile haben wir ja alle genug. Und rumfliegen tun sie eh von selbst. So, das war das. Ein Großplastik. Dann konnte ich ja nicht umhin, mir diese Stempelhilfe zu kaufen. Ich hatte das in dem Action-Hall-Video von Susanne gesehen, wo sie sich die auch zugelegt hatte. Und zuerst dachte ich, naja, doll ist das nicht. Andererseits, bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Und ich werde es ausprobieren, ob das mit den Magneten so funktioniert. Zwei Magnete scheinen mir, wie ich das gesehen habe, zu wenig zu sein. Aber wir werden es sehen. Ich packe die mal aus. Ich packe sie mal aus. Ich muss ja eh mal raus. Weil diese Stempelhilfen, wenn man die irgendwie in so anderen Shops kauft, ne, dann sind die Schweine teuer. Ja, geht. Ich glaube, ich werde stärkere Magnete verwenden. Wackelige Angelegenheit. Ach, das ist unten weich. Aber das liegt daran, dass ich meine momentan noch provisorische Videodrehtischunterlage ein bisschen gewölbt ist. Das ist ja alles noch nicht fertig. Das ist alles erstmal runtergewandert ins Atelier und ist so auf halber Höhe, weil ich meine eigentliche Arbeitsplatte noch nicht aufgeräumt habe und ich einen anderen Tisch noch nicht besorgt habe. Und auf dem Fußboden wollte ich es nicht machen, weil sonst seht ihr hauptsächlich meine Füße. Das muss ja auch nicht sein. Okay, werde ich gleich mal ausprobieren später. Aber ich werde jetzt in dem Video keine Sachen ausprobieren. Ich will nicht, dass das so lange wird. Natürlich musste ich von dem Kleister kaufen, Textilkleber und Tacky Glue für 1 Euro blub blub, 1 Euro irgendwas, 1,50 oder sowas pro Fläschchen. Kann man nichts falsch machen, weil der andere, der Original Tacky Glue aus den USA, ist schweineteuer, finde ich. Wobei, als ich bei Sonja gesehen habe, was der grüne Tombow-Kleber kostet, also ich habe den Kleber bei Sonja gesehen und dann geguckt, was er kostet, und bin ja auch vom Glauben abgefallen, der ist ja schweineteuer. So, das waren diese Dinge. Dann habe ich gekauft natürlich Masking Tape, das 25er, 25 mm für 99 Cent oder so. Dann so eins hier, das heißt Sensitive Masking Tape in Violett, sehr hübsche Farbe. Ich stelle mir vor, dass das relativ wenig klebt, sodass man das auch an empfindlichen Oberflächen abziehen kann, ohne dass da was hängen bleibt. Und wenn nicht, dann kann man das auch als Dekoband verwenden. Und natürlich doppelseitiges Klebeband, weil das braucht man eh immer. Und das ist je nachdem, das sind 10 Meter für, ich weiß nicht, war auch nicht teuer. Werdet ihr alles sehen. Das ist ja in manchen Geschäften auch, wenn das so von einer Marke mit T ist, dann kostet das ja gleich Vermögen. So, kommen wir jetzt mal zu den hübschen Sachen. Also ich habe flüssige Aquarellfarbe mitgenommen in Pastelltönen. Ich nehme die, werde die wahrscheinlich nicht zum Malen verwenden, weil dann nehme ich dann doch lieber die Schminke aus dem Töpfchen. Aber so zum Rumspielen und zum, mach ich mal
So. Ich hoffe, das spiegelt alles nicht so sehr, weil ich habe einfach nur die ganz normalen Leuchtstoff-LEDs von oben an. Was wollte ich sagen? Achso, ja, aber so zum Rumspielen und zum Verspritzen und zum Matschen und keine Ahnung. Ich habe mir ja auch eine Jelly Plate gekauft, allerdings ist die etwas merkwürdig, weil die ist nicht durchsichtig. Die war auch sehr günstig und ist extrem dick, also und hat so die Farbe von den so hellbeigefarbenen Katjes Joghurt Gums, ne? Fühlt sich auch so an, ich habe noch nicht reingebissen. Dann habe ich das da mitgenommen. Pearl and Glitter Glue. Das habe ich öfters in Videos gesehen, dass man damit so kleine Glanzpunkte setzen kann und die dann so dreidimensional auftrocknen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig. Weil ich habe dafür immer bisher den billigen Glitzernagellack von Rossmann verwendet. Diesen, keine Ahnung, da von diesem für kleine Mädchen Serie. Der wirklich sehr praktisch ist, besonders wenn man so kleine, auch großflächiger damit kleine Die-Cuts oder sonst irgendwas anpinselt. Also so, wenn man den Mermaid-Glitter auf eine auf einen Schmetterling macht, dann sieht das richtig süß aus. Das werdet ihr demnächst sehen. So, also habe ich jetzt auch sowas. Die Farben, naja, ich weiß nicht. Naja, mal gucken. Geht schon. Irgendwas wird schon, wird das schon werden. Dann habe ich mir das da gegönnt. Das waren die, muss ich dazu sagen, die dezentesten Farben, die es gab. Nennt sich Five Craft Sheets Fur Knutzelwellen oder Bastelblätterpelz. Naja. Selbstkleben, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja lustig. Made in China, hoffentlich riecht das nicht so fies. Naja, es geht. So, wenn wir gerade dabei sind, dann habe ich hier ein Päckchen in rosa und eins in türkis gekauft von diesen hübschen Blümchen mit Perlchen drauf. Die finde ich ganz süß. Die kann man immer irgendwo unterbringen. Gut, die sind jetzt nicht so wahnsinnig doll gearbeitet, aber bei dem Preis darf man ja auch nichts erwarten. Und das heißt Pink und das heißt Light Blue. Na gut. Nett. Hat mir gefallen. Musste mit. Genauso wie das Päckchen hier. Organza Ribbon. 12,5 Meter. 12,5 Meter insgesamt, vermute ich mal. In Grüntönen. Das ist ganz hübsch da, das Grün. Ach, das ist eigentlich ganz nett. Blümchen sind auf Draht, kann man auch verwenden. Dann noch mehr Glitzer. Flowers, Gemstones and Pearls. Ich lege die mal alle nebeneinander. Bis auf Pink habe ich alle gekauft. Auf Pink hatte ich bei diesen keine Lust, weil das Pink wirklich fies war. Ich weiß nicht, wie die Farben rüberkommen. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Und ich kann die auch gut anderweitig verwenden, weil ich mache ja auch Postcrossing und dekoriere da die Postkarten manchmal auch mit so kleinen 3D-Sachen, Herzchen und Blümchen und Sternchen. Und also, hier verkommt nichts. Dann habe ich das da mitgenommen. Jewelry Stickers, selbstklebend. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen, dass jemand die verwendet hat. Die fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Gerade diese kleinen Vierecke da, die machen sich manchmal ganz gut, wenn man die
relativ dezent einsetzt, sofern man hier von dezent reden kann. Da fehlt schon eins. Na, sowas. Ich musste mal darauf achten, dass ich auch in der Kamera bleibe. Wie gesagt, erstes Video. Bitte nicht gleich meckern. So, das war das. Dann habe ich gekauft Metallic Watercolor Paint. Ich habe keine metallischen Aquarellfarben. Preußisch Blau, Brillant Blau, Pastellblau, Pfauengrün, Mintgrün, Hell und Jadegrün. Die Farben kommen, ach, die kommen auf der Kamera besser als hier. Ist ja cool. Ich sehe nämlich gar nichts. Aquarell für einen Funk, schon wieder falsch, Aquarell für einen funkelnden Effekt. Ja. Werde ich mal ausprobieren. Dann waren das, glaube ich, alle Sachen, die mit Farben zu tun haben und sowas. Und dann, ach ja, genau, das habe ich noch gekauft. Eine kleine Kiste mit Mini Wäscheklammern. 200 Stück, also jeweils 5 Farben, 40 Stück. Ich finde die irgendwie süß und wenn man sie auch nur braucht, um irgendwie mal einen kleinen Teil irgendwo festzuhalten, dann sind die auch ganz, ganz praktisch und auch so als Deko. So, das war das. Ach, ich verliere den Überblick. Nein, das haben wir auch schon gehabt. Kommt auch in die Kiste zurück. Dann gehen wir mal zu den Washi-Tapes. Kiste Washi-Tape und eine Rolle, also Dreierpackung. Fangen wir mal mit der Kiste an. Das sind Folien und Glitzer. Ich vermute mal, dass man das erstmal hier aufschneiden darf. Das war jetzt auch nicht so extrem teuer, wenn man bedenkt, was diese Washi-Tapes sogar die scheußlichsten teilweise kosten. Da sehe ich schon eins. Das gefällt mir schon mal gut. Ne? Das kann ja nicht schaden. Ne? Das ist doch hübsch. Das ist doch schön. Diese einfachen, die gehen sowieso immer. Die einfarbigen gehen auch. Das sind doch eigentlich relativ nette Zusammenstellungen, muss ich sagen. Ah ja, hier auch so diese dunkel. Oh, ganz breit ist sogar. Für was hat es gekostet? Na, ihr werdet es gleich sehen. 3 Euro irgendwas oder so, glaube ich. Also nicht schlecht. Und in so einer Box und kann man nicht mehr. 36 Stück mal 3 Meter. Gut, da ist nie viel drauf auf diesen Rollen. Die Pappe ist immer dicker als das, was drauf ist. Dann habe ich noch so ein kleines hier. Das waren irgendwie nur ein paar Cent. Und da wollte ich eigentlich, das in der Mitte brauche ich nicht, aber das da mit den Sternbildern und den Monden fand ich ganz süß. Und das da unten, dieses ist eigentlich auch ganz nett, das kann man irgendwie bestimmt verwenden. Dann kamen diese 2 Rollen mit Garn, Baker's Twine. Ich wusste nicht, dass das Baker's Twine heißt, wobei ich das letztens auch in einem von euren Videos gesehen habe. 80 Meter. In rosa und hellblau für billig Geld. Kann man immer mal was mit zubinden oder irgendwas dranhängen oder sonst irgendwie. Hat mir eigentlich auch gefallen. Ich fand die Farben jetzt auch nicht so super quietschig. Geht, ne? Gut. Dann Spitze, weil die ist ja da wirklich unschlagbar billig. Ich meine, das ist natürlich keine hochwertige Qualität, aber guckt mal. Holzspule. Da kostet ja bei anderen Firmen die Holzspule schon so viel wie das ganze Ding. Sind 2 Meter. Also, was will man denn da mehr, ne?
Das ist jetzt keine antike Spitze von der Uroma, aber dann rosa Spitze, schmal, habe ich immer gerne irgendwie so am Rand, weil die ist nicht so aufdringlich, auch wenn sie rosa ist, aber sie ist halt schmal. Und dann noch so zwei Röllchen mit jeweils zwei verschiedenen drin, jeweils ein Meter, selbstklebende, das ist auch manchmal ganz praktisch, zweimal in, ja, wie nennt man diesen Ton, Chamois, Natur und einmal weiß. Das waren die Spitzen und Bänder. Und jetzt geht's weiter. Dann habe ich zwei Packungen gekauft und hier sieht man Schweißflecken auf meiner Unterlage. Zwei Packungen gekauft Stencils. Für, weiß ich nicht, lächerlich wenig Geld. Jeweils sechs Stück drin. Oder vier. Deko-Stencils. Scheinen vier zu sein. Aber guck doch mal, die sind doch nett. Also, das kann man doch immer gebrauchen. Gerade so für mich als Anfänger. Ich meine, ich habe ja noch nicht so viel Zeug. So, ist doch auch nett. Und ich meine, die sind natürlich fadendünn und die gehen unglaublich schnell kaputt, wenn man nicht aufpasst. Aber, mein Gott. Kaufrausch. Dann. Alles Mögliche an zum Ausstanzen. Kleine Labels. Dann hier so. Ich könnte ja mal ranzoomen. Das geht ja sogar. Mal guck dir mal an. Ich kann sogar ranzoomen. Ein bisschen so eine Meerjungfrau, ich meine den Anker finde ich so ein bisschen Matrosentattoo-mäßig, aber gut. Ein bisschen Blumen, das ist doch auch hübsch. So ein Ast ist eigentlich immer ganz praktisch, den kann man so teilweise irgendwo verbraten und dann hier so ein bisschen so Farn und andere florale Sachen. Das ist doch schon mal ganz hübsch. Und die sind ja auch lächerlich billig. Dann sowas und sowas, das brauchte ich dringend wirklich, ehrlich gesagt. Wie eigentlich alles, was ich gekauft habe, selbstverständlich. Ich kaufe doch nichts, was ich nicht brauche. Also jetzt sehe ich so aus. Also echt. Dann hier, auch hübsch. Noch mehr so Labels. Das hatte ich auch irgendwo mal gesehen. Da hat irgendjemand gesagt, das ist eine Waschmaschine. Ich glaube, da kann man tatsächlich auch, wenn man will, eine Waschmaschine draus bauen. Also keine Waschmaschine draus bauen, sondern ein ihr wisst schon, was zum Aufmappen. Dann diese netten für solche Ränder und wie sagt man, keine Ahnung, aber die finde ich auch sehr praktisch. Man kann die auch so schön aneinander setzen und die relativ lang machen oder man kann dann, wenn man die nacheinander verwendet, so kann man auch Rahmen damit basteln. Auch 5 Stück, weil billig. Ich befürchte, es geht noch weiter. Genau, jetzt kommen wir zu den Stempeln. Wir haben einmal diese Stempel hier. Jetzt muss ich, glaube ich, mal wieder etwas in die andere Richtung zoomen. So. Diese Stempel hier, die kommen immer mit so einer Stanze dabei. Dann diese Pfeile, da war ich mir zuerst nicht so sicher, ob ich die nehmen sollte oder nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, man kann die ja auch nur teilweise nehmen, Ober- oder Unterteil. Und dann habe ich den hier noch mitgenommen.
Eigentlich hauptsächlich, also nicht wegen Home Sweet Home und aber ich fand Do Not Give Up geht immer. Und I'm a Dreamer sowieso. Das waren diese. Und dann gab es noch zwei, die ihr auch schon bestimmt 100 Mal in anderen Videos gesehen habt. Einmal dieses hier mit den Blättern, Zweigen und Blättern. Geht ja eh immer. Und das da, weiß ich gar nicht, wie das. Ach, das ist ein Embossing Folder. Das ist ein Embossing Folder mit diesen Streifen. Das ist ja cool. Und dann das hier for Flower Lovers. Röschen. Hier auch noch so ein Mini-Embossing Folder. Das ist eigentlich total praktisch. Da ist ja echt Verschiedenes dabei, ne? So, das waren diese Dinge. Zuzüglich schwitzige Handabdrücke. Jetzt schaue ich mal, habe ich irgendwas vergessen? Noch eine Packung Klebestifte. Ja, ich habe noch was. An der Seite liegt noch was. Ach ja, da liegt ja noch mehr. Ach hey, ich wusste auch, das kann nicht alles gewesen sein. Dann habe ich gekauft diese Packung mit diesem, wie heißt Vellum Paper auf Deutsch? Transparentpapier ist es ja nicht, Seidenpapier ist es nicht. Ich finde die eigentlich ganz schön, die kann man verschiedentlich verwenden. Die sind hier so halt durchsichtig. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Es war übrigens das Einzige, was noch da war. Und ich habe schon manchmal in Videos gesehen, da gab es manche, da waren so zwei, drei Motive ganz schön. Und die restlichen waren ziemlich grenzwertig in ihrer Scheußlichkeit. Aber das ist eigentlich alles ganz hübsch. Jo. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Hat man schon einen Teil mit einem ausgestanzten Loch. Kreis. Braucht man nichts mehr stanzen. Aber ich habe keine, ich meine, jetzt habe ich so Kreisstanzen, aber die sind, aber ich habe nicht so, wie heißen die? Stanzen, Stanzstanzen. Weil ich schneide das immer mit dem Schneidezirkel. Da hat man zwar dann ein Loch in der Mitte bei dem ausgeschnittenen Teil, aber das Loch ist so klein, das sieht man ja nicht. Und man hat den Vorteil, dass man das eben auf jeden Millimeter einstellen kann, den man haben will, auf jeden Durchmesser. So, dann habe ich noch zwei Päckchen Stoff, Dekostoff in rosa und weniger rosa. Waren die einzigen, die halbwegs akzeptabel waren vom Dekor her. Und naja, 70 mal einen Meter für kaum Geld. Das war dieses. Ach ja, und jetzt kommt das allerletzte Teil, das passt nicht hier drauf. Das zeige ich euch hier noch so. Das ist so eine Placemat, Platzdeckchen aus Plastik. Sehr elastisch, ziemlich stabil. Und dadurch, dass hier, ich fand das ganz toll, weil so unterschiedliche Durchmesser der Löcher sind und weil es sehr groß ist und man da so Teile da durchdingsen kann, durchfärben, die, ach mein Gott, das fällt mir jetzt nicht ein, wie nennt man das, wenn man da so durchdingst, durch so ein Hilfe. Sag mir doch mal einer, wie das heißt. Stencil, links. Ah ja, genau, als Stencil, ne? Nehmen das Teil. Und wenn es irgendwann mal so eingesaut ist, dass die Farbe überhaupt nicht mehr abgeht oder man das überhaupt nicht mehr verwenden kann, weil die Löcher zu sind oder sonst irgendwie, kann man immer noch behaupten, das wäre irgendwie ein Mandala.
So, meine Kamera hat sich eben gerade abgeschaltet, weil sie sagte, sie hätte genug, ich hätte genug gequatscht und ich sollte jetzt mal zum Schluss kommen. Und da ich das nicht getan habe, hat sie entschieden, das Heft in die Hand zu nehmen und sich selbst abzuschalten. Aber egal, es gibt eh nicht mehr viel zu sagen. Das kommt jetzt nur noch sozusagen das Wort zum Sonntag. Und oh Mann, dieser Action. Ein paar Sachen, ich hatte eine riesige Einkaufsliste gemacht. Die glücklicherweise verwenden wir ja alle mittlerweile so viel Desinfektionsmittel, dass meine Hände jetzt nicht mehr blau sind, beziehungsweise türkis. Ich rate nur, Einkaufslisten im Sommer besonders nicht mit Tinte zu schreiben, mit Füller, weil man sonst türkis, in diesem Fall war es türkisfarbene Tinte, türkisfarbene Hände hat und die Einkaufsliste nicht mehr zu lesen ist. Was ich nicht bekommen habe im Action waren Nieten. Weil ich bin ja jetzt seit kurzem stolzer Besitzer einer Crocodile Big Bite in Gold. Die zeige ich euch auch demnächst mal. Und das sind zwar in diesem Set, das war so ein Set mit Verpackung und also mit Täschchen, Käfferchen und verschiedenfarbigen Nieten. Aber ich wollte mir auch noch mehr Nieten haben und auch verschiedene Größen, aber die eine Verkäuferin beim Action wusste nicht, was eine Niete ist. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Und die andere sagte, schau mal beim Werkzeug, da war aber nichts. Und gut, das habe ich nicht bekommen. Und ich habe keine Büroklammern bekommen. Ich wollte so große Büroklammern, um... Weil ich finde die total praktisch und auch schön und nö, haben die nicht, ne? Gut, macht nichts. Alles klar. Danach war ich noch beim Rossmann, habe noch Schulhefte gekauft, weil die diese Woche nur 11 Cent pro Stück kosten anstatt 25 oder so. Und ich kaufe ja immer gerne diese Schulhefte mit dieser, wartet mal. Diese mit der erster Schuljahr-Lineatur. Dazu muss ich sagen, die Schulhefte vom Rossmann in DIN A5 oder DIN A4 ist egal, ich kaufe die immer in DIN A5, weil die passen perfekt in Journals rein. Die haben ein super tolles Papier, auf dem man sehr gut auch mit Füller schreiben kann und die sich auch sehr gut Kaffee oder Tee färben lassen. Die sind. Diese Lineatur ist eh sehr zart. Man sieht die manchmal, je nachdem wie stark man sie färbt, etwas schwächer. Aber sie bleibt bestehen und das Papier sieht danach tadellos aus. Kann man wunderbar noch benutzen. Also auch zum Schreiben benutzen. Kann man nicht meckern. Ja, okay, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr gelangweilt und der ganze Krempel. Ich tue jetzt nochmal hier irgendwas hin, damit es interessanter aussieht. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr freut euch schon auf mein 5-Teile-Channel. Jetzt schon wieder, ich schaffe es einfach nicht, 5-Teile-Challenge zu sagen. Auf mein 5-Teile-Challenge-Video mit den 5 Teilen, die ich von Susanne bekommen habe. Und ich hoffe, ihr guckt euch dann auch das an, was Susanne gedreht hat von mit den 5 Teilen, die ich ihr geschickt habe. Den 5 fiesen kleinen Teilchen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine tolle Woche. Und wir sehen uns wieder. Tschüss.